Yo Leute, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Super Mario Maker. Heute bemerkt ihr vielleicht eine kleine Veränderung bei der Facecam. Das liegt daran, dass ich mein Zimmer wieder ein bisschen umgestellt habe und mein Fernseher jetzt hier direkt neben meinem PC auf dem Schreibtisch steht, damit ich einfach so ganz chillig jetzt hier die Wii U Spiele aufnehmen kann, weil sonst müsste ich immer meinen ganzen Laptop durch mein halbes Zimmer tragen und habt ihr nicht gesehen, ja. War auf jeden Fall immer relativ umständlich, das so aufzunehmen, aber jetzt ist das deutlich entspannter und ja. Ich habe euch jetzt damit wohl genug gelangweilt. Fangen wir an mit dem ersten Level. Von dem lieben Glabber. Ein Super Mario World Level, welcome to my mind. Bin mir gerade unsicher, ob ich das schon mal im Stream gespielt habe. Ich weiß es aber nicht. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Wir schauen mal. Okay, direkt einen versteckten Block erwischt. Komme ich eigentlich hoch? Ach, keine Ahnung. Gehen wir erstmal runter. Gut. Oh, das ist mega ungewohnt, weil der Fernseher jetzt so nah vor mir steht. Ja, also normalerweise habe ich immer so ein bisschen Distanz dazu gehabt. Heute eher nicht. Und das ist verdammt ungewohnt für mich. Vielleicht können wir die Shell ja gebrauchen. Hä? Was zum Teufel? Wie? Ach, Moment. Der Block hat doch mit Sicherheit einen Nutzen, dass ich damit sicher doch hochkomme, ja. War doch klar. Ah, und ich brauche den P-Switch, alles klar. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe, was du getan hast, Clever. Und ich finde es ziemlich cool. Du Elender! Vor allem, der ist doch einfach platziert wie ein Pilz. Ach, Moment. Man braucht den Koopa, glaube ich, sogar, oder? Komme ich da jetzt wieder hoch? Okay. Okay. Kann ich den so eigentlich killen, wenn ich das so mache? Komm hierher. Bam. Es geht sogar, okay, alles klar. Alles klar. So. Ah, dann kriegen wir eine Bombe, um das aufzumachen. Das ist cool gemacht. Das ist cool gemacht. I like. Nein! Ah, er hat gerade den Knochen rausgen... Na, Alter, nee. Oh, ist das zu weit? Na. Okay. Alles klar. So, okay, und ein Pilz. Endlich. Den haben wir uns verdient. Oh, Bowser Jr., okay. Oh. Okay, go. Soll ich den überhaupt besiegen? Ich glaube... Oh Gott. Ich glaube, ich muss den gar nicht besiegen, oder? Oh, den Checkpoint. Ja, nice. Der Checkpoint war gut. Den brauchte ich. Ja, den Checkpoint habe ich gebraucht. Und hier ist bestimmt ein Pilz drin. Ja, Glabber ist ein netter Dude. Der gibt mir einen Pilz, wenn ich ihn brauche. Aua. Dumme Hammerbrüder. Ich hasse Hammerbrüder. Wenn ihr mich aufregen wollt, tut Hammerbrüder ein Level. Gibt nichts Schlimmeres für mich. Hasse die. Nein! Och! Ist das furchtbar. Was soll ich denn machen? Hä? Ma... Okay. Okay. Ich hab. Oh, nice. Okay, ich dachte schon. Yo. Please. Gut. Okay. Das sieht ja mach. Oh, das ist schon das Ziel. Okay, perfekt. Na, jetzt nicht choken. Alles klar. War doch gar nichts. Das war eine meiner leichtesten Übungen. Gut. War ein gutes Level. War ein schönes Level. Doch, definitiv. Vor allem am Anfang. Ich bin ja eigentlich kein so großer Rätselfreund im Mario-Spielen, aber der Anfang hat mir sehr gefallen. Doch, clever. Hast du sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Sehr stolz. So. Ach, habe ich schon Sternfälle gegeben? Oh, dann habe ich das Level wirklich schon mal im Stream gespielt. Ich habe es komplett vergessen. Sehr gut. Ich habe einfach 2 Minuten gebraucht und der Weltrekord liegt bei 44 Sekunden. Gut. Alles klar. Next Level. Das Tarzan-Level von Rafu in New Super Mario Bros. U. Bevor wir dieses Level spielen, möchte ich was anmerken. Ich habe gestern, heute ist der 31.12., ich habe gestern noch einen kleinen Jahresabschluss-Stream gemacht, in dem ich auch unter anderem Mario Maker gespielt habe. Dabei kam unter anderem auch dieses Level dran und ich habe 1 Stunde lang an diesem Level gesessen und es nicht geschafft. Gut, das endete damit, dass ich letzten Endes sogar aus Versehen den Stecker meiner Wii U gezogen habe. Ein Zufall oder eine glückliche Fügung? Man weiß es nicht. Schauen wir mal, wie ich mich heute
anstelle. Okay, den habe ich schon wieder vergessen, den Koopa. Gut. Die Leute, die im Stream nicht dabei waren, können dann jetzt wenigstens hier meinen Skill bewundern. Und die Leute, die im Stream dabei waren, denken sich, boah, nein, bitte nicht, Tim. Skip es, bitte los, los, skip es, mach das nächste. Nein, mache ich nicht. Ich war übermüdet. Das Spiel hat mich fertig gemacht gestern und ich werde mich rächen. Ich mag gute New Super Mario Bros. U-Level und dieses war so eins. Muss man sagen, das Level war wirklich schön. Ich konnte es noch nicht. Hier haben wir noch die Bumper, die sind ja ein neues, Anführungszeichen, neues, oh Gott, neues Feature gewesen in Mario Maker. Okay, jetzt da hoch. Und jetzt weiß ich, dass wir hier noch eine Feuerblume bekommen. Okay, okay. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, das ist blöd, dass du... Oh nein, 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 das war dumm. Oh gut. Dass du Level spielst, die du schon mal im Stream gespielt hast. Aber ich weiß leider nicht mehr so wirklich viel von den Leveln, wie ihr gerade bei dem von Glabber schon gesehen habt. Okay, jetzt warten wir kurz, bis die Plattform zurückkommt. Und, ah, die Kreissägen. Aber ich habe die Feuerblume noch. Das war, hatte ich, glaube ich, die letzten Male im Stream nicht. Das kann mir helfen. Es wird mir auch helfen. Ziemlich sicher. So, jetzt müssen wir leider erstmal warten, bis das Ding zurückkommt. Und solange dancen wir immer hier so ein bisschen ab, ne? Woo! Ach, Guys. Wenn ich es heute im First Try schaffen, wäre der Shit. Gestern einfach eine Stunde im Stream dran versagt und heute im First Try. Wäre doch super. Komm schon. Das sieht zwar fähig aus. So. Okay, die Kreissägen des Todes. Den ich bis heute nicht ausweichen kann. Oh Mann. Okay. Okay. Gut. Bis hierhin hätten wir es schon mal. Das ist doch schon mal was. So, okay. Oh ne, nicht Hammer Brüder. Please, no Hammer Brothers. Okay. Okay. Oh, ein Pilz, okay. Ja, der Pilz ist jetzt relativ egal für mich. An der Stelle. Oh, fuck, das wollte ich gar nicht. Oh nein. Oh nein, das sieht nicht gut. Kommt der Koopa hier runter? Okay, er kommt hier nicht runter. Hm. Fuck. Kacke. Ich habe keinen Pilz. Nein, es war so klar, dass ich an der Stelle wieder sterbe. Nein, ich wollte auf den Koopa landen und... Ah, so ätzend. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Nice. Nice. I got this. Woo! I got this. Bitte lass jetzt das Ziel sein. Lass jetzt das Ziel sein. Los, bitte. Es ist noch nicht mal ansatzweise das Ziel. Oh, Alter. Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Da ist das Ziel, da ist das Ziel. Yes! Yes! Sieg! Triumph! Finally! Nach all der Zeit. Oh, Gott sei Dank. Dafür habe ich gestern im Stream eine Stunde gebraucht und habe es nicht geschafft. Das war traurig. War traurig, aber kriegst du einen... Weißt du was, Rafu? Kriegst einen Stern für. Und ich war der Erste. War der Erste. Haben einen Weltrekord aufgestellt. Weil wir der Erste waren. Sehr gut. Okay. Würde ich sagen, nächstes Level. Pit of Panga Bomb Voyage von Panga aus Amerika? Okay. Interessant, dass ein Ami hier auch mal ein Level eingereicht hat. Wow, wurde das oft gespielt. Holy shit. Das lässt mich... Oh, wow. Da habe ich Interesse dran. Das könnte wirklich interessant werden, Guys. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Hätte ich irgendwas tun sollen? Habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Was ist passiert? Ach, ich muss auf die Plattform wahrscheinlich kommen, ne? Ach du Scheiße. Ist ja richtig dumm, wenn du das nicht schaffst, hast du das Level direkt verkackt. Ah, oh, ist doch schon wieder nichts für mich. Oh, wow. Boah, das wird ganz furchtbar. Hä? Wie soll... Soll das denn gehen? Ah, ich muss die Bombe da drauf werfen. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Oh, fuck, nochmal.
Ist ja gar nicht meins, ey. Okay. Okay. Ja, und jetzt? Muss ja... Oh. Ich bleib dabei, dass das der richtige Weg ist. Aber da komme ich ja nicht mal hoch. Hä? Ich check das irgendwie nicht. Oder muss ich vielleicht auf die Bombe springen, dass sie oben drauf kann? Weil ich glaube, ich gehe jetzt von der ganz falschen Seite an. Warte, das könnte funktionieren. Das könnte ja vielleicht sogar funktionieren. Ich glaube, das ist der Weg. Auf die Bombe springen und dann oben drauf. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Okay. Fuck. Aber das funktioniert, glaube ich. Gut. Da muss ich nur... Boah, ist das schwierig, das Level. Das arbeitet bestimmt auch noch ohne Checkpoints oder so. Gott, Alter. Das wird doch nichts. Das wird doch nie im Leben was. Okay. Soweit haben wir es schon mal jetzt geschafft. Jetzt geht das kaputt. Okay. Ach du Scheiße, wie soll das schon wieder gehen? Okay, ich komme hier hoch, aber... Wow. Bin ich einfach gefangen. Großartig. 1A Level Design. Ich komme da doch gar nicht drauf, oder? Selbst nicht, wenn ich so springe mit dem Drehjump. Doch. Dann kann... Okay, ich hab's geschafft. Es geht doch. Okay, das wusste ich gar nicht. Was muss ich dann hier an der Stelle machen? Hä? Was ist das für ein Spiel? Ja, super. Aber dann kriege ich das so gar nicht kaputt. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich sehe es auch nicht. Oder habe ich da oben irgendwas übersehen? Wow. Ich gucke noch einmal, ob da oben irgendwo ein versteckter Block ist. Wenn nicht, dann gebe ich es auf. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Es tut mir leid, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie das Level zu lösen ist. Kein Schimmer. Naja, nichtsdestotrotz, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mir auch Codes schicken wollt für eure Level, tut es einfach in den Kommentaren und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.